Willkommen zum Hebeldepot von der Aktionär, liebe Zuschauer. Wir blicken jetzt in dieses Depot, was sich getan hat. Das erfahren wir von Thomas Bergmann. Hallo. Hallo, Michael. Einen Zukauf hast du getätigt, so viel schon mal vorab. Aber wir schauen erstmal auf die Werte, die schon länger mit dabei sind. Vertex, am längsten, seit Anfang des Jahres gleich ins Depot geholt. Mittlerweile 4,3%. Ja, gibt jetzt fundamental nichts Neues. Wir sehen hier im Zuge der allgemeinen Konsolidierung Rücksetzer auf die 200-Tage-Linie. Sehr schön aufgesetzt und jetzt geht es wieder nach oben. Hängt natürlich auch am Gesamtmarkt mit Biotech-Branche. Bleibt spannend, immer wieder milliardenschwere Übernahmen. Und technisch schaut es wieder besser aus, nachdem wir hier diesen Test erfolgreich bestanden haben. Deswegen bleibt die Aktie und der Schein, besser gesagt der Turbo Call, weiter im Depot. Da sind wir schon das Sorgenkind an Position 2. Evonik, es hat sich ja schon einiges gebessert. Wir sind jetzt 54%, trotzdem noch im Minus. Die Credit Suisse hat Evonik jetzt auf Outperform gesetzt. Ziel 34,30. Das ist wär schon mal nicht schlecht. Dann wär auch der Schein wieder im Plus. Wir sehen hier diese Konsolidierungsphase, diese wochenlange, knapp unter 29, unten auf der 28. Jetzt der Ausbruch, jetzt fehlt halt dieser Impuls noch, dass wir über die 30 kommen. Das ist eine winzige Bewegung, die hier fehlt. Und die erwarten wir auch, weil die Aktie an sich viel zu günstig bewertet ist. Wir haben auch noch Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier durchaus noch mal verbilligen. Wir warten halt noch einen guten Moment ab. Vielleicht erst, wenn wir hier dieses Signal bekommen. Und da haben wir noch Zeit, der Schein läuft noch. Auch wenn es natürlich aktuell nicht so gut ausschaut, aber das kann sich ganz schnell, ganz stark zu unseren Gunsten wieder ändern. Da warten wir also noch ab, haben Geduld. Bei Evonik, bei Siltronic brauchten wir keine Geduld. Das war seit Beginn an, seit du es ins Depot gekauft hast, deutlich im Plus. Das war Mitte Februar, jetzt mittlerweile schon über 130%. Hoppala, der Kollege schaltet ganz schnell. Wir hatten ja schon mal einen Teil verkauft. Hier war der Kaufkurs nochmal sehr gutes Timing bewiesen. War natürlich auch schon besser ausgesehen, aber mittlerweile wieder auf dem aufsteigenden Ast, sehr hohe relative Stärke. Deswegen auch hier bleibt die Aktie und der Schein im Depot. SAP war bislang der einzige DAX-Wert im Depot, ändert sich oder hat sich geändert, kommen wir gleich zu. Aber bei SAP läuft es auch gut, jetzt 10,1%, glaube ich, im Plus aktuell. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Ja, ich habe ja hier schon oft gesagt, SAP, eines der Top-Unternehmen in Deutschland, wird das Ganze auch noch, ich denke mal, viel zu günstig bewertet. Hier die 200-Tage-Linie ist das Mindestziel. Ich tippe eher mal auf dreistellige Kurse bis Jahresende. Muss man etwas Geduld mitbringen. Bei den meisten Werten haben wir leichte Steigerungen im Vergleich zur Vorwoche gesehen. Beim nächsten Wert eine extreme Steigerung. Wir sind jetzt Marine Harvest, aber es geht natürlich im Depot um den Nordic Fish Farmer Index. Ja. Extrem. Also ich meine, wir sehen es auch hier das, bei dem Einzelwert. Das hat selbst unsere Erwartungen übertroffen. Der Schein liegt, glaube ich, jetzt schon über 40% im Plus. Müsste schon über 50 sogar sein. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, 58%. Ja, war, Lachs ist en vogue. Dass Lachs gefragt ist und der beliebteste Speisefisch in Deutschland ist, alles schön und gut. Warum die Aktien jetzt aber so extrem gefragt sind, das übersteigt sogar unsere Erwartungen. Muss man sich dann Sorgen machen, dass wenn jetzt alle drauf diesen Zug aufspringen, dass das dann kippt? Also, was heißt kippt? Es wird mit Sicherheit irgendwann mal Gewinnmitnahmen geben. Wir sehen hier diesen Ausbruch auf ein neues Hoch. Und das betrifft ja nicht nur Marine Harvest. Es sind ja 7 Aktien im Index und die laufen alle wirklich gut. Wir spielen die Karte weiter, aber es kann durchaus passieren, dass wir in der nächsten Zeit mal Gewinne mitnehmen. Dann schauen wir jetzt auf den neuen Wert im Depot, wie angekündigt aus dem DAX. BMW hast du zugekauft, hat vielleicht auch mit den sinkenden, mit der Aussicht auf die sinkenden Einfuhrzölle in China zu tun? Natürlich. Chinas Machthaber hat ja gesagt, dass man das Land Investoren weiter öffnen will und in dem Zusammenhang auch die Importzölle auf Autos senken möchte. Naja, und das hat für einen Anstieg gesorgt, das sieht man hier leider im Schlusskurschart eben nicht im Linienchart, dass wir da schon über 90, schon in Richtung 92 Euro gestiegen waren. Jetzt eben eine leichte Konsolidierung nach dem Syrien-Tweet von Trump. Aber insgesamt hat sich das Bild natürlich deutlich verbessert. Hier wieder die Zurückeroberung der 200-Tage-Linie. Hier dieses eine Hoch schon mal rausgenommen. Jetzt muss die 90-Euro-Marke fallen, die eben auch hier schon des Öfteren relevant war. Und dann geht es wieder in Richtung 96. Das ist so unser erstes Ziel.
das alte Hoch hier zu erreichen und dann kann man auch mal an Teilgewinne mitnehmen, denken. Ja, das war der Hintergrund der Empfehlung. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal das Gesamtergebnis an, die Gesamtperformance. Seit der Auflegung 12% des Minus, ist aber auch schon wieder besser geworden. Letzte Woche an der Stelle mit Kollege Völkel stand da noch 17% Minus. Ja, nochmal zur Wiederholung. Das ist ein Hebeldepot, das durchaus aggressiv auch zu Weige geht. Da ändern sich die Performance-Zahlen natürlich sehr schnell. Und ja, man kann natürlich jetzt nicht damit zufrieden sein mit minus 12. Und unser Bestreben ist, dass bis zum Jahresende noch ein schönes Plus davor steht. Gut, dann schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen erstmal weitergeht. Dankeschön genau. Für heute, Thomas. Danke auch Ihnen. Seien Sie beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Auf Wiedersehen.